Weil es halt, weil wir mal Asurius vorstellen. Okay. Zweites blaues Mana noch. Und dann, können wir countern und haben irgendwann halt Precognitive Recognition. Nice. Perception. Sorry, nicht Recognition. Nächste Runde haben wir den Counter. Gegner spielt das Guildgate Deck. Oder Mehrfolg. Oh, wobei, könnte Mehrfolg sein. Könnte auch irgendwas anderes sein. Graveyard. Haben wir schon einen von auf der Hand. Settle the Wreckage, ist nicht schlecht. Mal sehen, was jetzt kommt. Okay, ist auf jeden Fall nicht das Guildgate Deck. Dafür sind es zu viele Basic Items. Vivian's Arcbow, Legendary Artifact. Discard a card, look at the top X cards of your library, and you may put a creature card with converted mana cost X or less from among them onto the battlefield. Nee. Machen wir mal nicht. Lyra brauchen wir auch nicht unbedingt. Aber was mir das sagt, ist, dass das schon mal ein Kreaturendeck ist. Und das ist schon mal ganz gut für uns. Behalten das mal. Counter ist immer gut. Oralesk Apex Hybrid kennen wir. Ja, wir countern den jetzt, weil sonst. Wir brauchen Länder mittlerweile. Ach, come on. Hadanas Climb. Interesting. Ein Hadanas Climb Deck. Seal away. Und sealen den mal away. Land, please. Ist eine gute Karte, aber wir brauchen Land. Warum ziehen wir keine Länder? Alter. Spätestens nächste Runde haben wir das vierte Land, weil dann Ascanta flippt. Aber. The fuck? Talion's Reclamation. Interessant in einem Kreaturendeck. Da ist das Land doch. So, jetzt können wir anfangen, gleich Karten zu ziehen. Und Ascanta flippt gleich. Ins Arcbow. Ach, da ist die Combo. Tja. Jetzt bräuchte ich gerne Destroy All Artifacts and Enchantments. Das wären drei. Aber trotzdem finde ich, das ist jetzt nicht die allergeilste Combo. Discard a card, look at the top X cards of your library. You may put a creature card with converted mana cost X or less from among them on the battlefield. Ja. Also, ihr guckt euch jetzt die obersten vier an. Und bringt eine Kreatur davon ins Spiel, die vier oder weniger kostet. Also keine Card Advantage. Und er könnte halt genauso gut missen. Got Eternal Ronas. Von mir aus. Graveyard. Transform. Und der Fairy. Fuck, das ist nicht gut gewesen. Jetzt müssen wir den wegbringen. Weil der kriegt ja eine +1/+1 Marke. Das habe ich vergessen.
Ach, den kann er eh nicht spielen, den Ronis, weil dem eh noch ein Mana fehlt. Da war das gar nicht so klug von ihm. Jetzt machen wir noch zweimal hier Settle the Wreckage, was gut gegen Kreaturen ist. Wir können nochmal drei Karten ziehen. Momentan sieht es ganz gut aus für uns. War jetzt halt trotzdem ein Fehler mit Teferi. Für drei Mana. Bringt er den wieder rein? Ja, okay. Von mir aus. Fibblethip, the Lost. Gut, so. Wir ziehen jetzt erstmal eine Karte. Hold that thought. Dann machen wir das jetzt mal mit dem Addendum. Wir scryen drei und dann ziehen wir drei Karten und die behalten wir alle. Die sind alle drei gut. Aber wie das aussehen muss für den Gegner, so. What the fuck? Der hat alle drei genommen. Das ist eine Karte discarden. Frage ist, welche. Oh. Na gut. Das wollte ich nicht. Eigentlich wollte ich die nur rüberschieben. Aber egal. Aber die mal discarded. Prime Speaker Vanifa. Sacrifice another creature. Search your library for a creature card. Okay. Ist die Frage, wollen wir den haben? Eigentlich ist der Latte, oder? Oh. Ja, wir machen jetzt auf jeden Fall einmal Settle the Wreckage, auch wenn wir das dritte leider weggeworfen haben. War nicht absichtlich. Vielleicht greift er gar nicht an. Fände ich witzig. Okay, greift er doch an. Obwohl ich gerade überlege, ob wir den nicht einfach sterben lassen. Und gucken, ob wir einen neuen finden. Ich denke, wir machen das mal so. Mach ruhig. Only time will tell. Machen wir mal Cleansing Nova. Zerstören wir alle Artefakte und Enchantments. Und haben den Konter noch offen. Er schmeißt eine Karte ab, guckt sich 5 an. Da hast du noch einen Elfen, wenn du Bock hast. Das Deck ist auch nicht schlecht, das macht auch einiges an Value. Wundere mich gerade, ob es doch besser gewesen wäre, alle Creatures zu zerstören. Man weiß es nicht. Aber eigentlich juckt es mich auch nicht so doll. Weil angreifen und töten kann ich mich eh nicht. Ist die Frage. Wir haben noch zweimal Settle the Wreckage, ne? Ja. Machen wir mal Teferi. Frilled Mystic. Interesting, okay. Das ist natürlich übelst nicht gut für uns. Man kann sogar sagen, extrem schlecht. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Kann er uns töten? 10. 13 kann er machen, ohne irgendwas zu spielen. Das ist schon mal
schon mal beruhigend. Wenn er Ronus spielt, könnte der uns töten, aber wir können natürlich countern. Ja. Das ist auch so der einzige Weg, den für immer loszuwerden. So, noch ein Land brauchen wir nicht. Also, wir nehmen Lands zwar gerne, aber schön wäre halt auch was zu haben, was alle zerstört. Okay. Dann 10 Schaden. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass der PC das nicht mehr so richtig schafft. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nö, wir machen mal so. Wir behalten das mal alles. Wir können zur Not Settle the Wreckage plus den Flasher spielen. Oder wir können Settle the Wreckage plus Precognitive Perception spielen. Vielleicht wäre es besser gewesen, den in der Main Phase zu spielen. Immer ein Angel of Grace. Der kann nämlich ganz gut blocken. So, wir können diese Runde nicht sterben, egal wie viel Schaden er uns macht. Die Frage, Inside oder Ascanta? Wahrscheinlich eher als Kanter. Inside können wir später auch immer noch machen. Ja, Sabotage. Noch eine. Hören wir mal an. Das ist eigentlich nur viermal durchkommen mit unserem Flieger. Und dabei halt gucken, dass wir nicht sterben. Okay. Here we go. Drei Runden noch. Vielleicht greift er nur mit einer an. Nee, okay. Wenn er mit einer angegriffen hätte, hätten wir halt auch gucken können, ob wir nicht einen Seal Away finden. Jetzt machen wir mal Settle. Das hat er ein bisschen verkackt. Er hätte in Response darauf die eine dieser Kreaturen opfern können, um mit Vanifa, hier mit der, um sich eine andere Kreatur rauszusuchen aus dem Deck. Genau das. Ah, nee, anytime you could cast a sorcery. Okay, never mind. Mein Fehler. Wollte gerade sagen, nimm halt den Frilled Mystic, wir haben noch genug Counter offen dafür.
Static Upward 3. Ist mir das egal oder ist mir das egal? Ich kann irgendwas für 4 raussuchen. Ist mir eigentlich egal. Ich würde lieber 3 Karten ziehen hier mit der Perception. Wie gesagt, ist mir vollkommen latte eigentlich. Jetzt gucken wir mal, dass wir Karten ziehen. Da ist noch ein Teferi. Jetzt greifen wir mal an. Teferi, so, dann haben wir noch. Ja. Noch genug für einen Counter plus Settle the Wreckage. Oder. Ne, wir machen das so. No time for a break. Hatte gerade kurzzeitig überlegt, ob wir nicht lieber die Vanifa von ihm in die Bib tun würden. Aber dann hätte ich nicht genug Mana für Settle the Wreckage plus Encounter. Und das ist wichtig für unsere Überlebenschancen. Bin ich mal gespannt, was der noch so aushackt, der Gegner. Okay. 5 auf Teferi. 3 auf uns. Okay. Ich sage nein zu beidem. So, jetzt darf nur kein Carnage Tyrant kommen. Oh, Hydroid Crasis kommt wahrscheinlich jetzt. Für unendlich. Ne, Mehrfolg Skydiver. Ich denke mal, den kontern wir. Der wird wahrscheinlich noch eine Crasis oder irgendwas anderes haben, was er spielen will, aber wir kriegen sonst unser Mana nicht benutzt. Galopping Lizrock. Remove any number of plus one plus one counters from among creatures you control. If you do, put twice that many on Galopping Lizrock. Okay, auch dies ist mir vollkommen Latte. Wir gucken jetzt erstmal, was wir so finden. Was wir hier so finden? Dawn of Hope. Der trampelt, okay. Dann machen wir das Ganze mal so. Der kommt weg. Wir haben einmal Dawn of Hope. Spielen noch ein Land. Ne, haben kein Land mehr. Okay, passt doch trotzdem. So, Gegner hat noch 5 Leben. Und wir haben einen Konter plus. Wir haben keinen Konter. Weil wir ja gar nicht plus 1 gemacht haben. Ich wollte jetzt sagen, wir haben einen Konter plus einen Lifelink-Token. Wir können diese Runde nicht countern, was der Gegner macht, weil wir auf jeden Fall den Lifelink-Token machen müssen. Damit der Gegner uns nicht tötet mit seiner 1-3 da. So, wenn der Gegner jetzt irgendwas hat, um gegen den 1-1er vorzugehen, hat er nicht, okay. Ah, er kann jetzt aber halt nicht countern, was der Gegner tut. Das war bis jetzt schon echt ein langes Spiel. Ich weiß nicht, was der Gegner noch auf der Hand haben könnte. Jadelight Ranger? Das ist egal. Galloping Lizrock obendrauf ist auch egal. So, eine Karte hat er noch, die relevant sein könnte. Wenn sie es nicht ist, dann greifen wir einfach mit der 5-4 fliegend an und hauen dem Gegner ins Gesicht. Aha. Für 2 Mana. Er darf sich irgendwas raussuchen, was 3 oder mehr Mana kostet. Hat aber nicht. Okay. Nicht 3 oder mehr.
Genau, 3 Mana kostet. Okay, damit ist er tot. Zieh mal noch eine Karte, gucken, was wir gezogen hätten. Okay. Nice. Okay, noch ein Win. Dann haben wir auch nochmal ein Booster Pack. Boah, das war eine schwere Geburt. Das war wirklich eine schwere Geburt. Aber gegen so Kreaturendecks, da haben wir eigentlich echt ein gutes Matchup. Also wir haben so viel Destroy All Creatures, schicke alle Creatures ins Exile, dass da eigentlich gar nicht viel passieren darf. Wir fangen an. Wir haben Runde 3 halt einen Counter. Vorher nicht wirklich was. Gegner spielt rot. Oh, aber rot Goblins. Mit dem neuen Krenko. Vielleicht. Man weiß es nicht. Fanatical Firebrand. Okay. Warten wir mal. Wäre zwar lieber, wenn es ein Land gewesen wäre noch, aber wir können ja jetzt nach Ländern suchen. Goblin Gathering. How about no? Gucken wir mal, dass wir das Land finden. Seal Away brauchen wir nicht. Land, please. Gerade ist aber echt, da braucht das Spiel immer ein Weilchen zum Laden. So, da ist das Land. Jetzt bräuchte man gleich halt noch das zweite Weiße. Und dann können wir mal alles kaputt machen. Alles putte machen! Das ist okay. Das haben. Zweites Weiße Mana. Packen wir mal weg. Scheiße. Ja, jetzt können wir anfangen hier zu countern, 3 Leben zu gainen und damit halt quasi den Gegner zu timewalken, weil wir kriegen 3 Schaden und kriegen 3 Leben. Heißt, wir kommen bei plus minus 0 raus. Ja, nein. Obwohl das auch, das Goblin Gathering auch scheißegal ist, wenn wir danach eh alles zerstören. Sobald wir das zweite weiße Mana ziehen, haben wir quasi gewonnen. Nicht technisch gesehen komplett gewonnen, aber nein. Wir wollen weißes Mana. Jawohl. Okay, und dann gucken wir mal, was passiert. Weil wir dem jetzt alle Creatures zerstören. Kann natürlich in Response darauf 4 Mana floaten. Ja, kann aber wahrscheinlich nichts Großartiges damit anfangen. Gut. Noch ein Firebrand. Und das war's. Oh nice, okay. Jetzt noch ein weißes Mana wäre schön. Okay, oder ein Counter, der kein weißes Mana kostet. Ist auch in Ordnung, weil dann können wir das so und haben einen Counter offen, ja. Wahrscheinlich hat er noch irgendwie einen Lightning Strike oder sowas in der Tech. Das würden wir einfach geschehen lassen. Weil uns jetzt der Engel nicht so wichtig ist. Das ist auch egal. Na, wenn er jetzt den Lightning Strike gemacht hätte, dann hätten wir es nicht geschehen lassen. So, die Frage ist, wie viel kostet das? 6 Mana, ne, das machen wir nicht. Wir bleiben erstmal zurück. Wir chillen erstmal. Da ist der Lightning Strike. Interessant. Dann countern wir den jetzt auf jeden Fall. Weil jetzt haben wir ja wieder genug Mana offen, um noch einen Counter. Machen genauso viel Schaden wie der. Aber wir haben auf jeden Fall noch Settled Wreckage. Auch kein gutes Timing von ihm. Er hätte warten müssen, bis wir angreifen. Und dann hätte er für 6 Mana. Wir hätten auch einfach
Oh, was, das habe ich total vergessen. Wir hätten auch einfach für 6 Mana, hätten wir den plus 2 plus 2 einen Lifelink geben können, hätten wir gar nicht countern müssen. Dafür haben wir jetzt halt den Counter offen. Das ist eigentlich auch vollkommen egal. Genauso wie das. Die 2 Schaden nehmen wir. Müssen noch nicht Settle the Wreckage machen. Wir gucken uns erstmal an. Da haben wir doch einen Teferi. Und noch mehr Counter. Nein, ich sagte nein. Brauchen wir nicht noch einen von. Was wir jedoch brauchen, wäre einer der großen Engel. Keep up the pace. Mission Briefing, okay. Auch okay. Dann enttappen wir mal 2 Länder. Haben einen Counter und 3 Mana offen. Leider. Das ist der letzte von denen und ich sagte nein. Zum letzten Mal nein. Ja, Sabotage nehmen wir. Why would we not? So, jetzt müssen wir gleich mal aufpassen, dass Teferi nicht stirbt. Ja. We need to move quickly. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, okay. Wir machen das mal so, Destroy Creatures. Und dann tappen wir mal 2 Karten. 2 Länder. Und haben Counter offen oder Card Draw offen. Je nachdem, was der Gegner so hat. Experimental Frenzy, nee. Das muss wirklich nicht sein. Oh, so gainen wir mal ein paar Leben. Hurry, your wizard. Mal hier. Wow. 4 Länder, immerhin ziehen wir die jetzt nicht alle. Noch ein Askanter bringt nicht so unendlich viel. Haben wir so. Ein Counter offen plus Search for Askanter Activation. Sowas läppisches Counter noch nicht. Das können wir auch einfach mit Settle the Wreckage bedienen. Oh, Gideon. Hi. Ich kann mal Gideon. Ja, tap up to one other target creature. Nö. Nö. So, es sind tappen gleich wieder 2 Länder. Das heißt, wir können auf jeden Fall mal ja irgendwie was Läppisches oder so spielen. Das. Dann haben wir noch 3 Mana und nochmal 3 Mana. Okay, für die nochmal 3 Mana können wir nicht wirklich viel machen, also spielen wir nochmal Askanter. Okay, so, und jetzt enttappen wir. Hallo? Hallo? So. Uff. Ich glaube, den kontern wir. Der hat zu viel Impact. Das war genug für den Gegner. Damit haben wir uns noch ein Booster-Pack verdient, welches wir uns jetzt auch direkt mal angucken. Eternal Taskmaster. From your grave to your hand, okay. Tibalt's Rager. Okay, und Domri, Anak of Bolas. Hatten wir eben schon die Freude mit. Dann nochmal das Ganze.
Diesmal kein einziges blaues Mana. Ist natürlich super ungünstig. Ich wollte aber nicht auf 5 Karten runter. Wir haben auf jeden Fall ein Seal Away, was wir benutzen können. Jetzt langsam sollten wir anfangen, blaue Länder zu ziehen. Okay. Butcher. Butcher wird gesealed. Ja. Scheiße. Ja. Midnight Reaper. Tja. Shit happens. Ja, das tut weh und damit können wir uns auch quasi schon verabschieden. Bin ziemlich sicher, dass wir da jetzt nichts mehr reißen können. Ja. Schönes Ding. Good game. Oder auch nicht. Manchmal wird man halt auch einfach überrannt. Wie gesagt, es ist auch nicht das allerbeste Control Deck. Ich wollte nur einmal in den Farben Azurius vorstellen. Sharkto Crab, der ist nice. Dem werden wir auch nochmal begegnen, wenn wir die Simic uns angucken. Spells your opponent cast cost 2 more to cast. Lol. At the beginning of your end step, each opponent loses 1 life. Wie ist das denn? Muss er für jeden Spell, den er castet, 2 mehr zahlen. Nice. Gut. Das war Azurius. Ich bin selber leider ein bisschen enttäuscht von der Gilde. Und dementsprechend hat sie auch abgeschnitten. Ja, was soll man dazu noch sagen? Wir werden noch schönere Mechanics sehen, wenn wir die nächsten Gilden uns angucken. Sind 2 jetzt noch, wenn ich mich recht entsinne. Und zwar Simic, wo wir gerade sagten. Ich glaube, die spielen wir als nächstes. Und Rakdos. Simic und Rakdos. Ja, ich bin mal gespannt. Ich denke, als nächstes spielen wir Simic und freue mich schon, euch die vorzustellen. Tschüss!